Ich glaube, die Jury wusste von vornherein nicht, dass ich aus Düsseldorf komme und ich bin auch ziemlich froh darüber, sonst hätten die mich wahrscheinlich nicht gewählt. In der Jury saß unter anderem der Schauspieler Jo Weil und der erfuhr es erst hinterher. Ja, das hat man mir verheimlicht, sonst würden wir heute, glaube ich, über ganz andere Mädels sprechen. Nein, im Grunde genommen, es war die schönste Frau, deswegen haben wir für sie gestimmt. Aber ich glaube schon, dass es für manchen Kölnern ein echter Skandal sein wird. Also für Alteingesessene, die diese Köln-Düsseldorf-Streiterei nicht nur als Spaß sehen, sondern richtig ernst nehmen, für die ist das wahrscheinlich, als wäre der Papst plötzlich evangelisch. Also ich glaube, die werden richtig daran zu knabbern haben. Den Titel aberkennen wollen Sie jetzt aber nicht. Nein, also ich denke, ich bin ja selbst Immi, zugezogener Kölner und ich bin da sehr offen. Ich denke, wir Kölner finden das okay. Die Düsseldorfer sollten sich Gedanken machen, dass eine Düsseldorferin flieht und in Köln um den Titel kämpft und nicht in Düsseldorf. Wie auch immer, gewählt ist schließlich gewählt. Die Schärpe bleibt in der Landeshauptstadt. Außerdem hat Jo Weil schon bald ein Engagement an der Komödie hier in Ich werde hier Düsseldorf. Weihnachten Und Theater zur spielen, Premiere danach des kommen wir in Stücks Düsseldorf. Ganze Kerle Da will ich lädt die er Freundin, die Maria Lena, ins vorbeikommt, Theater zu ein. meinem Haus, die sie Sie sucht. hat Und ihren wenn dann nächsten hier in Auftritt Düsseldorf schon am ist, dann kommen 29. wir da auch November. hin. Und In dann Porta komme ich auch da Westfalica hin. tritt sie Dann als komme ich schönste auch da hin. Kölnerin zur Miss NRW-Wahl an. Na, wenn das keine Völkerverständigung ist.